Hallo, herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Ich spiele hier gegen den Visier Raffai oder wie der heißt, in den Alkali-Hügelgräbern in Mirage. Und hoffe, dass wir das hier gleich schnell erledigt bekommen. Der Kampf zieht sich ein bisschen, der cheatet die ganze Zeit. Das ist zwar nicht total wild mit den Cheats. Oh, jetzt gibt er dem noch minus 55% auf Feuerangriffe. Naja. Wie ich es ausgesprochen habe, hat sich wieder herausgestellt, es ist doch ein Arsch. Ist natürlich jetzt nicht so cool. Aber okay. So, nachher beim Angriff müssten ja eigentlich nur einmal minus 30% bei mir erscheinen. Okay. Gut, dass er die Klinge bei dem gemacht hat. Wie heißt es? Die Schilde. Ich glaube, das bekomme ich nicht weg mit dem minus 30%. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Ich könnte aber schon mal den Feuerkessel machen und schon mal den rasenden Stier. Oder? Und dann machen wir gleich den Gegenschlag und so weiter und machen den damit kaputt, damit schon mal der Begleiter weg ist, weil der nervt mich nämlich. Ich hoffe, es haut hin, weil minus 55% ist natürlich kacke, ne? Boah. Und das ist auch kacke gewesen. Vielleicht kriege ich jetzt noch zufällig einen Stabangriff. Das wäre sehr praktisch. Weil die haben gerade auch nicht viele Pips. Nee, habe ich leider nicht. Was ist jetzt die Frage? Kriege ich den damit besiegt? Was habe ich denn alles? 1, 2, 3. Das haut nicht hin, Leute. Dann ist er noch am Leben. Nee. Kann ich noch nicht machen. Geht einfach nicht. Oder? Oder doch? Nein, ja, nein, ja, nein. Also ich habe das. Ich habe das. Ich habe den Kreis um mich. Und ich habe zwei Klingen. Aber ich krieg den hier nicht damit besiegt. Wahrscheinlich wird es wieder ganz knapp nicht hinhauen. Und dann werde ich diesen Kampf verlieren. Denn ich kann mich jetzt gleich nicht noch heilen. Ich könnte natürlich auch dies und das und jenes machen. Ne, ich mach's anders. Ich mach's doch anders. Kritische Heilung wäre mal cool, oder? Hatte ich lange nicht mehr. Habe ich jetzt natürlich auch nicht. Okay. Fuck, Mann. Jo, kritisch sogar. Und ich habe kein Schild drauf. Boah, leck mich doch am Arsch, oder? Das ist doch jetzt nicht wirklich wahr. Fuck. Big fuck. Ich glaube, ich warte gerade zu lange. Ich hätte jetzt schon längst mal angreifen müssen.
Ich gebe denen gerade viel zu viel Zeit, um mich platt zu machen. Gar keine gute Taktik, die ich im Moment anwende. Guck mal, der 1, 2, 3, 4 Superpips. Ja, war ja klar, dass er jetzt einen dicken Zauber macht. Super, jetzt darf ich noch einmal aussetzen. Scheiße. Das wird zu knapp. Ich hatte gedacht, ich mache noch den Gegenschlag und mache dann doch alles. Kann ich jetzt natürlich nicht. Jetzt ist das auch noch weg. Scheiße. Nee, das hat jetzt nicht gut geklappt hier alles. Das hat nicht gut geklappt. Komm, wir gucken mal, was da mal rauskommt. Das ist jetzt nicht wirklich wahr, oder? Ganz ehrlich nicht. Ich bin jetzt eh tot. Kann nichts mehr machen. Vielleicht kriege ich ja die Begleitung besiegt und vielleicht ist die Begleitung dann im nächsten Kampf nicht dabei. Haha. Wahrscheinlich wird es nicht so sein. Und ich muss ja schon wieder beide besiegen. Bekämpfen. Oh! Nee, jetzt lebt er noch. Jetzt lebt diese Pimmelbacke noch. Wie unpassend. Wie extra. Komm, Kevin, direkt hinterher. Oh, das war jetzt eine knappe Geschichte, oder? Allerdings ohne Klingen, minus 30%. Fuck. Das haut nicht hin. Oder? Boah, war das knapp. Hm, Glück gehabt. Aber cool. This wasn't even about me. Oh, no one cares, do they? Fine, just take the gem. It's apparently worth more than I am. Das war knapp, oder? Das war knapp. Ja, gut, dass ich kritisch angegriffen habe. Sehr gut. Das tut gut. Wups. Ach so, wir müssen ja da hin. Ja, war mir aber auch jetzt lieber, erstmal die Dinger alle einzusammeln. Oh, das ist ja wieder ein Britzelschloss-Rätsel, aber draufgepfiffen. Oder ein Schlüsselfangspiel. Belassen wir es jetzt dabei. You came back. For me. That's the most generous act around here in centuries. So that's it, is it? The magic gem of levitation. Right then, I'll need you to lend me another hand. Would you mind putting the gem into my eye socket? Grizzly, I know, but I'm serious. Go on. You mean it really worked? Stupendous. Oh dear, look at this place. And I thought it looked a mess from down there. It's worse than I imagined. But why complain? Just to be able to move again, to turn my head. It's such a blessing. And I mean that. I really do. So, this is good for you. Got yourself a guide, haven't you? No one knows Mirage like I do. Know it like I know that wall over there. Haven't gone out much lately, but I've heard things. I know Xerxes was buried in the necropolis, and I know how to get through the gate. So let's get out of this old crypt then. Get a breath of fresh air, eh? Except not me, of course. Not really fair, is it? No matter. Let's go. Da stand gerade was vom Combat, was geladen wurde. Irgendein Kampf.
great burrowing sand lizards. Is it even hotter than it used to be? My skull's literally baking. Makes you almost miss the crypt, doesn't it? And look at the statue. I mean, I heard it was torn down, but seeing it's another matter, isn't it? It was magnificent. What a shame. Not much we can do about that now, is there? I mean, unless you've got a scaffold and a few hundred sculptors. Not today, I guess. Well, moving on then. I think that's the gate to the necropolis over there. Let's mosey on over, shall we? Let's mosey on over. Echt ulkig widerspricht. Das, oh, right, das Tor. Alright, I used to know a little trick with gates like these. Let's try it. Here we go. Open sesame! Oh! Look at that, eh? Feeling pretty good about getting me out of that tomb, aren't you? Ozzy may not have hands, but he's still got the touch. Now the question's how to get into Xerxes' tomb, isn't it? I think maybe that way. Oh, ich habe eine Antiquität entdeckt. Aber brauche ich ja gar nicht mehr. Weil ich habe ja festgestellt, dass diese andere Waffe eigentlich total schlecht ist. Naja. Auf jeden Fall kann man hier viel einsammeln. Auch nicht schlecht. A dervish standing guard. Probably not too bright. Let's have some fun, eh? Halt! No one shall pass Hassan. Overlord Xerxes, seen by appointment only. And you, not on guest list. Try to sneak by and get Hassan shop! In fact, Hassan suggests you get away from Overlord's ossuary entrance now, before he gets bored and gives you Hassan Chop. Just hold on, I have to ask, did you come up with this Hassan Chop bit yourself, or did you steal it? I mean, it's brilliant, really. But come now, let's be honest, a smart, strong guy like you, isn't this job beneath you? You could let us in, it would serve him right. No way! Not even if you gave Hassan most valuable treasure. Actually, if you get Hassan treasure from Xerxes' vault, first you must get vault key from crypt conscripts. But Hassan did not tell you this. Hassan sees nothing, hears nothing, knows nothing. Okay, ein paar Viecher besiegen. Ah, guck mal hier. Können wir auch hier hoch? Oh, ich kann da nicht weiter. Schade, oder? Ich höre nichts mehr. Keine Musik mehr. Es ist völlig still hier in der Wüste. Ja, okay. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als hier Gruftrekruten zu besiegen. Dann machen wir das mal gerade. Wäre natürlich gut, wenn ein Kampf jetzt ausreichen würde. Das ist er, ne? Das ist er, der Kevin. Patsch. Aua. Aua. Ja. Autsch. Ey, wie oft ist mir das jetzt schon passiert, die letzten Mal beim Let's Play, ne? Ich recke und strecke mich zu sehr.
der gute alte Frosch. Dem haben wir auch schon viel Zeit verbracht, ein Froschiboy, ne? So. Bin ich mal gespannt, ob ich jetzt gleich auf den Xerxes schon treffe. Bestimmt ist das hier einer von Großvater Spinnes Kindern, nämlich der Skorpion. Mit Sicherheit wird er das sein. Dann will ich gleich mal irgendwie einmal schon so ein bisschen gegen den kämpfen oder so. Bevor er dann irgendwann als Endgegner in Erscheinung tritt, in seiner super coolen, krassen Gestalt oder sowas. Weiß ich nicht. Das weiß ich hier in dem Fall tatsächlich noch nicht. Also ich fand die Inszenierung in Polaris mit der Ratte fand ich schon ziemlich cool. Das war schon fast episch. Doch, doch, das hat mir gefallen. Mit drei Klingen, aber nur wenig abgezogen, ne? Muss ich sagen. Ich dachte, patrouilling an old graveyard in the middle of the desert would be an easy assignment. You want the vault key? Fine, take it. Fine. Hä? Bin ich nicht ganz genau drauf zugefahren. Jetzt sprechen wir mit Hassan. You have key to treasure vault? Hassan impressed. Now, you go into vault and get something for Hassan. Then, Hassan has heard that most valuable treasure in vault is Persian golden tapestry. You, then Hassan buys his own oasis and pays somebody else to guard and do Hassan chop. Get tapestry and you can enter Overlord's Ossuary. Dafür gibt's sehr viele Erfahrungspunkte, fast eine halbe Million. Das heißt, es wird mich, wenn man jetzt den Erfahrungspunkten Glauben schenken mag oder der bisherigen Erfahrung, wird das bedeuten, dass es etwas schwieriger werden wird. Okay. Ich höre nur das Knattern meines Automotors. Was ist denn hier unten? X. Gut, hier gucken wir dann aber in der nächsten Folge mal rein. Dann gehen wir in die verbotene Kammer. Ciao.